Sie sagte, wenn ich mich selbst bemitleiden wollte, wäre ich bei deinem Vater geblieben. Oh, da geht's ziemlich tief runter. Lass mich dir runterhelfen. Ich schaff das alleine. Dreimal. Was? Ach, jetzt komm schon. Dreimal habe ich dich jetzt gerettet. Der Erdrutsch, dein Fuß. Was? Du wärst jetzt tot, wenn meine Mama mir nicht beigebracht hätte, wie man eine Wunde verbindet. Gut. Dann eben zweimal. Der Erdrutsch und gerade eben. Hey, lass mich mal sehen. Lass mich. Es ist nichts. Hey, mir geht's gut. Na komm, krempel den Ärmel hoch und gib zu, dass wir Freunde sind. Das überlege ich mir noch. Zeig mal her. Ah. Ah, es wird schlimmer. Hör zu, nicht gebrochen, kein Blut. Er wird sich beruhigen. Das macht er doch immer. Los, der Junge sagte, zur Station geht's hier lang. Und damit einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Remnant. Entschuldigung, wenn ich gerade so ein bisschen stottere. Ich muss gerade hier im OBS gucken. Da sagt mir gerade OBS, dass Audio so ein bisschen herflackert. Wir gucken gleich mal. Ja. Aber ja, Remnant 2. Ah, herrlich. Schön, oder? Ich habe bisher nur Gutes gehört über das Game. Ich habe persönlich auch den ersten Teil schon gespielt gehabt. Für mich privat. Und fand ihn schon sehr interessant. Deswegen freue ich mich umso mehr auf den zweiten Teil, der, hört, hört, in Koop passieren wird. Ja, den werde ich zusammen mit Tamiro spielen. Das ist auch ganz klar. Aber wir müssen erstmal das Tutorial machen, um erstmal den Multiplayer freizuschalten. Wie man sieht, stattlicher Mann, ja, den konnte man mit ein paar Einstellungen erstellen tatsächlich. Also ein bisschen Hautfarbe und Haarfarbe. Stimme konnte man auch auswählen. Keine Ahnung, ob die jetzt passt. Ich fand die nur ziemlich cool. Deswegen habe ich sie gewählt. So, ich gucke jetzt gleich mal ganz kurz, was mit OBS ist und dann fangen wir gleich mal an. Also ein kleiner Cut. Okay, da bin ich wieder. Ja, es macht halt OBS-Dinge. Na gut, Technik, ne? Gut. Hast du jemals vom Nordpol gehört? Das alte Märchen? Ja, wie diese Station. Ein alter weißer Typ hat sie gegründet. Nahrung und frisches Wasser. Alle vertragen sich. Das klingt mir nach einem Märchen. Sicher nur ein paar alte Typen, die sich unter der Erde verkriechen. Ich hoffe nur, dass wir ein paar Vorräte tauschen können. Ansonsten halten wir hier draußen nicht länger durch. Naja, das werden wir sehen. Meinst du, dass Leute echt so gelebt haben? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in Fultons Original Blend drin ist, aber so glücklich habe ich noch nie jemanden gesehen. Nicht im echten Leben. Ja, du kommst auch in einer ganz anderen Zeit. Ja, also wirklich. Ah, fertig mit Humpeln. Sehr gut. Soll ich jetzt vorgehen? Na gut, gehe ich vor. Mir gerade ein bisschen zu ruhig hier irgendwie. Viel zu ruhig. Warum ist er ja ruhig? Warum ist er nix? Verschlossen. Na toll. Wir können jetzt nicht umkehren. Wo sollen wir auch hin? Es muss einen anderen Weg geben. Das finde ich auch, wenn ein Tutorial ist immer so. Es muss einen anderen Weg geben. Völlig offensichtlich, aber gut. Ein Dave nicht meckern. Alles gut. Okay. Ja.
Als hätte... Also sag mal, hättest du nicht selber einen auf Überleben machen? Weißt du, mal mitkommen können? Ich hätte drinnen gefressen werden können und die hätte es noch nicht mal mitbekommen. Die wäre ja nicht reingekommen. Die, unmöglich. So, klar. Was diesen armen Schweinen wohl zugestoßen ist? Die sollten wir nicht verschwenden. Verwende sie für deinen kaputten Knöchel. Mir bringt sie nichts. Warum nicht? Hey, komm schon. Mir gefällt es hier. Was zum Teufel habe ich da gerade gegessen? Warum kommt das von den Leisten? Habe ich das von den Leisten? Ja, ja. Habe ich das gerade von den Leisten gegessen? Oder was? Ach, ich will es eigentlich gar nicht so wissen. Okay. Nee, hier ist nichts. Okay, ja gut. Hätte ja sein können, dass hier irgendwas versteckt ist, aber anscheinend nicht. Mhm. Gut, bleiben wir bis Pistole. Verbrauchung, Ausdauer und Kampf. Ja gut, klar. Was ist das denn? Oh, das ist übel. Übel mit einer Beilage Brokkoli. Was soll das denn heißen? Ach, nichts. Meine Ma hat das früher gesagt. Bist du sicher, dass wir hier entlang gehen sollten? Also, weiß ich nicht. Hey, das zählt übrigens nicht. Doch. Das zählt. Ob du willst und nicht. Ja, da fuck ich nicht lange, also. Das war ja ekelhaft, das Vieh. Okay. Also ich weiß wirklich nicht, ob wir hier sein sollten. Wenn das ganze Zeug hier ist, ist das anscheinend irgendwie so ein Virus. Oder? Also sowas ähnliches. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne die Story vom ersten Tag gar nicht mehr. Schon zu ewig her. Aber es war doch sowas ähnliches, oder? War doch so. Sieht jedenfalls so aus. Ich bekomme den Eindruck, dass es nicht so eine gute Idee war, nach dieser Station zu suchen. Ach, jetzt kommst du auf einmal auf die Idee oder was? Klar. Das klang ja wieder. Okay. Das war. Interessant, so zu husten. Das gefällt mir gar nicht. Sieht so aus, als wären noch ein paar Holzmonster da. Nein. Die Station kann gar nicht echt sein. Nicht mit so einem Nest hier unten. Vielleicht sollten wir umkehren. Wir gehen einfach den gleichen Weg zurück. Wir... einen anderen Ausweg. Na klar. Oh Gott, ja. Aua, ach so. Aua. Boah, die machen echt gut Schaden, ey. Huh?
Hey, hör zu. Du hattest recht. Wir sind Freunde. Wir sind Freunde. Alles in Ordnung. Ihr seid in Sicherheit. Hey, warte mal. Wir sind Freunde. Wir sind hier, um zu helfen. Ich kann das nicht länger halten, Bo. Danke. Wer seid ihr? Keine Zeit für Fragen. Wir müssen hier weg. Auf drei. Eins. Zwei. Habe ich nicht. Jetzt seid ihr auf euch allein gestellt. Hey, wir haben immer noch uns. Richtig. Folgt uns, ihr zwei. Das waren nicht die letzten dieser Art. Okay. Kann man machen. Wer auch immer ihr seid. Das Ruckeln liegt, by the way, nicht am Spiel selbst, sondern am PC. Denn, ich muss tatsächlich, das kann ich mal ganz kurz in den Einstellungen zeigen, tatsächlich AMD FSR aktivieren, sonst komme ich auf 30 FPS, wenn ich das nicht habe. Anscheinend nicht so wirklich auf AMD ausgelegt. Scheint so. Aber gut, sei es drum. Okay, ich verstehe also dieses... Ihr wimmelt es nur so von der Saat. Was ich vorhin in der Station gespürt habe. Wartet. Ihr seid von der Station? Mist. Vielleicht gibt's den Weihnachtsmann ja wirklich. Ja, sie ist nicht weit von hier. Aber der Weg nach unten ist eingestürzt. Wir müssen einen anderen Weg rausfinden. Das, was hier gerade so ein bisschen gezeigt wird, so also vier Leute, das soll halt verdeutlichen, oh, man kann das Spiel zu viert spielen. Kann man tatsächlich, ja. Aber, wie gesagt, wir werden das nur im Koop machen. Zwei Leute. Von daher passt das. Hier ist ja alles voll, also... Weiß ich nicht. Geh in meinen Faden. Okay, es gibt keinen Friendly Fire. Na, ein Glück. Das wäre ja noch. Dann kommt her und holt es euch. Ja, Tontauben schießen. Momentan. Weil die Munition hier will ich tatsächlich nicht so vergeuden, denn vielleicht brauchen wir die mal für so einen Boss oder irgendwie sowas. Man weiß ja nie. Ja. Okay.
Wo denn jetzt noch? Die zeigen gar nicht an. Na, das ist ja ein Traum. Also gut, klar, wäre auch so einfach dann, aber... Was, gerade Rector? Super. Die können ruhig länger liegen bleiben. Hätte ich nichts dagegen. Aber gut. Right. Ich natürlich wieder, klar. Ja, halb tot war. Die Holzmonster wissen, dass sie verloren haben, aber sie werden nicht einfach so aufgeben. Ja, genau. Ja, ach so. Ja, haha, so sehe ich das doch nicht. Nachladen. Das wird ja immer besser. Aber wirklich. Oh, das hat Schwachstellen. Okay, also gut, ja. Immer schön in den Kopf schießen, aber. So. Blödes Mistvieh. Alles okay? Nicht schlecht geschossen, Fremdling. Ja, ich hatte etwas Übung. Das glaube ich. Aber keine Sorge, die Station ist sicher. Sicherer. Also, echt jetzt? Nahrung und Wasser? Und Leute, die mit einem alten weißen Typen abhängen? So ungefähr. Hey, hey, warte. Lass mich dir etwas Wasser holen. Okay. Oh, das sieht mir nach Saatfäulnis aus. Aber ich habe noch nie einen so üblen Fall gesehen. Mir geht es gut. Wir müssen sie zur Station bringen. Und zwar schnell. Die Ärztin dort ist ihre einzige Chance. Wir sollten weiter. Und zwar bevor es dunkel wird. Ist die so husten? Als Synchronsprecher ist es doch echt schwierig, da auf trockenen, sage ich immer, zu husten. Das ist also, das stelle ich mir ganz schwierig vor. Aber das ist eine blöde Kuh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, sorry. Sage ich jetzt mal so, wie es ist. Denn lass dir doch helfen. Also, du wirst ja zum halben Baum, ja? Eine Eiche oder Buche oder was auch immer du wirst. Ja, mir geht's gut. Also wirklich. Verdammt. Das ist Riggler. Nenn mich Rix. Ich hab dich, Schätzchen. Keine Sorge, Fremdling. Wir kümmern uns gut um sie.
Willkommen in Station 13. Hey, keine Sorge. Rix hat recht. Ihr wird's gut gehen. Ah. Geht es dir gut? Nur Kopfschmerzen. Hey, hey, Clementine. Du siehst nicht gut aus. Ich hol dir Wasser. Mir geht's gut. Nein, dir geht es nicht gut. Du brauchst Ruhe. Oh. Er ist der Bürgermeister der Station. Deshalb denkt er, dass er bei allem und jedem das Sagen hat. Hör mal. Ich werde mich bei Fort melden und mich dann ausruhen. In Ordnung? Ich habe schon viel Schlimmeres durchgemacht. Also, Fremdling. Deiner Freundin wird es gut gehen. Ich bin Bo Ward. Und das ist Station 13. Du musst weit gereist sein. Die Saat stirbt zwar langsam aus, aber die Straßen sind immer noch gefährlich. Was habt ihr beiden da draußen gemacht? Nach der Station? Wirklich? Ich wusste gar nicht, dass Leute wissen, was wir hier machen. Wir sind von der Außenwelt schon so lange abgeschnitten. Nun, es überrascht mich, dass Leute außerhalb der Tore über uns Bescheid wissen. Irgendwie ist das nett. Hey, frag rum, wenn du etwas brauchst. Oh, fang bei Ford an. Er möchte dich sicher kennenlernen. Also, Moment. Das ist der Bürgermeister, Bo. Warum hat sie sich jetzt wieder aufgeregt? Er ist der Bürgermeister. Er muss jetzt über alle bestimmen. Junge, der wollte dir Wasser holen. Was ist das hier? Twitter oder was? Lass mir dir helfen. Nein, ich bin unabhängig. Ich kann das selber. Was ist denn das? Also, was ist denn das mit den Frauen hier? Sorry, aber... Da wollte Wasser holen. Da will einfach nur euch Wasser geben. Hast du Lust, unten an der Küste zusammen spazieren zu gehen? Das Meer ist so wunderschön. So friedlich. Ich liebe es. Also, hast du Lust? Brad und ich sind früher dort spazieren gegangen. Nein. Ich glaube, ich kann es nicht mehr. Verstehe. Audrey, ich möchte dir schon länger etwas sagen. Du hast dich gerade so wie Brad angehört. Entschuldige, was wolltest du sagen? Oh, ich habe einen Vogel heute Morgen gesehen. Eine Möwe oder so etwas. Oh, schön. Verstehe. Fragst du dich jemals, ob das hier alles nicht einfach nur... Also klar, ne? Wie meinst du das? Sie hängt noch am Ex, irgendwas zugestoßen, keine Ahnung. Er ist verliebt in sie, kommt aber nicht wirklich ran. Verstehe. Weiß nicht. Wie kann man denn hier die... Warte mal, ich muss aber die ganzen Tasten hier drücken. Okay. Ich frage mich, was in seinem Eintopf... Ja, eine Entfernung 30, abfallende, okay. Abfallende Reichweite? Also nimmt dann der Schaden ab, okay. Okay, Eigenschaften. Man muss ja erstmal so ein bisschen die Tusch... Oh Gott. Karte, System. Ah ja, okay, perfekt. Audrey, ich... Ja. Kommst du jetzt wieder mit dem Vogel? Du hast dich gerade so wie Brad angehört. Alles klar, ich gehe hier weg. M für Karte, ja, das weiß ich. Das ist mir schon klar. So, okay. Ich habe das Gefühl, dass ich hier die ganze Arbeit machen muss. Das ist ein Eintopf, Dwayne. Da gibt es keine Arbeit, außer dass man Dinge in den Topf schmeißt und dann umrührt. So viele neue Gesichter in diesen Tagen. Da draußen ist es anscheinend einfacher geworden. Willkommen, Fremdling. Ich bin Reginald Malone. Aber meine Freunde nennen mich Reggie. Das gilt auch für dich. Ich habe gesehen, wie du mit Bo und Clementine reingekommen bist. Du kannst sicher sein, dass sie alles für deine Freundin tun werden. Ist nicht die Erste, die hier durchkommt und Hilfe braucht. Gut zu wissen. Du kommst gleich zur Sache. Ja, also... Respekt. Manches davon könnte sich als nützlich erweisen. Kommt drauf an, was du hast.
Altmetall, Schatzverkauf, Vierfach, dann verkaufen dort einzigartige Gegenstände, okay. Die Zugunskiste. Feuerstein. Okay. Ja, also da kann ich nicht viel damit anfangen, okay. Verlier nicht den Kopf. Nö, hab ich nicht vor. Ja, nee, den lass ich schlafen. Ist ja respektlos. Wo ist er hin? Ach so, da. Okay. Suchst du nach Ford? Er ist oben in der Lagerhalle, da drüben. Ah. Du siehst auch aus wie ein Händler. Oh. Das ist ja geil. Okay, das finde ich jetzt gerade höchst interessant. Sieht man nicht alle Tage. Okay. Ah, okay. Ja, das sind ja wirklich sehr nette Preise. Ach du Scheiße, ey. Jetzt verkaufen wir wenigstens. Okay. Danke. Der ist mir sympathisch. Das muss ich ja mal sagen. Krankenstation. Okay. Ja, ja, hier ist Wunden und alles Zeug, das brauche ich jetzt auch noch nicht. Ja, ich weiß, das freut mich. Ja, siehst du, die hängt immer noch am Ex. Machst du nix. Du bleibst, das ist mein letztes Wort. Ich kann mich nicht erinnern, dich um Erlaubnis gebeten zu haben. Nicht in diesem Ton, junge Dame. Wie bitte? Ich bin 132 Jahre alt, falls du das vergessen hast. Und ich bin nicht dein Kind. Du hast keine Macht über mich. In diesem Fall schon. Diese Stadt braucht dich. Du kannst nicht einfach losziehen und nach etwas suchen, das vielleicht gar nicht existiert. Das sagt ja der Richtige. Was hast du denn in den letzten 100 Jahren getan, hä? Und was zur Hölle tust du jetzt? Nun, das ist etwas anderes. Ich versuche, die Dinge in Ordnung zu bringen. Dinge, die du zerstört hast, als du versucht hast, Gott zu spielen. Das war Haarsgard. Ich habe nur Befehle befolgt. Ich habe nicht... Oh, und deshalb ist es okay? Weißt du, wie viele Menschen gestorben sind, weil du nur Befehle befolgt hast? Natürlich weiß ich das. Denkst du nicht, dass ich mich daran jeden gottverdammten Tag erinnere? Ich versuche, die Dinge wieder gut zu machen. Ich ebenso. Du bist so verdammt scheinheilig, Ford. Wenn ich gehe, ist es meine Schuld. Aber du? Du hast die Welt nicht zerstört. Du bist nicht deinem Wunschtraum gefolgt. Du hast nicht deine Familie über ein Dutzend Mal im Stich gelassen. Ich weiß, ich habe viele Fehler gemacht. Das gebe ich zu. Aber gerade wegen dieser Fehler sage ich dir, dass du nicht dieselben machen sollst. Ach, bitte verzeih mir, wenn ich nicht den Rat des Mannes annehme, der die Welt schon vorher komplett versaut hat. Ich bin nicht mehr deine Träumerin. Vielleicht habe ich meine eigene Mission. Diese Leute brauchen dich, Clementine. Du bist zu wichtig, um einfach... Jede Person da draußen kann auf sich selbst aufpassen. Es geht nicht um sie, es geht um dich. Du bist immer nur vor dein Problem weggelaufen. Aber du lässt mich nicht auf etwas zulaufen. Wovor hast du verdammt nochmal so sehr Angst? Dass ich dich verliere. Dass ich sie verliere. Dass ich alles verliere. Ich habe bereits alles verloren. Ihr habt mir alles genommen. Du, Neville. Haarsgard, das gesamte verdammte Projekt. Ich gehöre nicht hierher.
Das habe ich nie. Und ich bin es leid, so zu tun. Sieh mal. Du hast heute viel durchgemacht. Du bist müde. Ruh dich aus, ja? Morgen wird sich alles besser anfühlen. Weißt du, wie ich... Weißt du, dass ich früher zu dir aufgeschaut habe? Die Art, wie du stark genug schienst, die Welt zu retten. Nur bin ich diejenige, die sie bereits gerettet hat. Und was genau hast du getan? Ich kann dich nicht in die Nähe dieses Ortes lassen, Clementine. Das ist dein Befehl. Du hast verdammt nochmal überhaupt nichts gelernt, Ford. Geh mir aus dem Weg. Interessant, da mal nicht drauf zuzugehen, sondern einfach mal zu lauschen. Wie alt ist sie nochmal? 132 Jahre alt? Okay. Wie ist das denn möglich? Ich habe wirklich vom ersten Teil alles vergessen. Ich glaube, ich muss den ersten Teil nochmal privat für mich zocken. Eieiei. Oh. Oh, ja gut, das geht nicht. Oh, wen haben wir denn da? Ah, der Fremdling. Ja, danke. Wallace sagte, ja, genau zum richtigen Zeitpunkt. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest. Aber du kennst das sicher. Familien streiten sich. Andrew Ford. Gut, deine Bekanntschaft zu machen. Höchstpersönlich. Ja, was sagt man dazu? Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Und ich muss dich um einen Gefallen bitten. Also los, du zuerst. Ah, nicht unbedingt dich persönlich. Aber ich wusste, dass jemand kommen würde. Der junge Wallace hat es mir erzählt. Wallace? Er ist ein besonderer Junge. Ähnlich wie jemand, den ich früher kannte. Sie hatte auch schlimme Träume. Träume über Dinge, die noch nicht geschehen waren. Bei ihm ist es eher so, dass er sehr weit in die Gegenwart sehen kann. Manchmal. Das ist eine zu lange Geschichte, als dass ich sie jetzt erzählen möchte. Bleiben wir bei der Sache. Weißt du, wie einige Dinge, die man trinkt, betrunken machen? Und einige Dinge, die man isst, krank und schläfrig? Nun, wiederum andere Dinge tun dies. Es ist eine große Welt da draußen. Ist halt wirklich nicht die Antwort auf die Frage, aber... Ah. Das ist nicht meine Art. Und du solltest vorsichtig sein, was du dir wünschst, Fremdling. Bitte, hallo? Was sind denn alles Ruppis? Was habe ich denn gegen die getan? Also. Ach, nichts Gefährliches. Ich muss meine Ressourcen sammeln und dann werden wir uns ernsthaft damit befassen. Irgendjemand bestimmt es? Eine Diskussion ist nicht dasselbe wie ein Streit. Clem und ich kennen einander bereits länger als die anderen hier. Das ist doch alles bereits Schnee von gestern. Ja eben, sie, nicht älter als 19, ja doch, also schon. Ich hätte jetzt so in der 20er gegen gesagt, so 22, 23 vielleicht. Aber 132? Ihr Aussehen täuscht. Tatsächlich ist sie 132 Jahre alt. Sie war 16, als ich sie vor über einer Lebensdauer zum ersten Mal traf. Aber seitdem ist sie keinen Tag gealtert. Weißt du, Clementine, sie ist für immer jung. Auf der Höhe ihrer Hormone, Gefühle und Schmerzen. Du kannst dich sicher selbst daran erinnern. Und falls nicht, hat die kleine Plünderin, die mit dir kam, all das zu dir zurückgebracht. Auf der Höhe ihrer Hormone? Nein. Okay. Da sah ich nichts zu. Im Vergleich zu wem? Bo mag jung sein,
aber er weiß, wie man eine Station leitet. Er hat von den Besten gelernt. Er war nur ein Waisenkind. Station 13 hat ihn adoptiert. Als er alt genug war, wurde er der Sicherheitschef. Er leistete verdammt gute Arbeit. Es ergab Sinn, ihm die Leitung zu übertragen, als wir hier anfingen. Ich glaube, es gibt niemanden in der Stadt, der so viel verloren hat wie Rix. Ich weiß nicht, wie dieser Mann es jeden Tag aus dem Bett schafft. Aber er tut es. Und wir sind verdammt dankbar dafür. Okay, aber okay, gut, warum nicht? Fremdling, deine Fragen sind beantwortet. Jetzt bin ich dran. Ich brauche eine fähige Person, die einem alten Mann wie mir aushilft. Sprich mit Wally. Du findest ihn bei den Docks. Rüste dich danach aus und triff mich vor dem Tor der Station. Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Okay, was? Ich will ja ran. Mann, no. Ich wollte aber mit der nochmal ganz kurz reden. Jetzt nicht. Entschuldigung. Schlagen die Hormone wieder aus, klar. Das. 19. Hätte ich nicht geschätzt. Also, da muss ich mit meinem Charakter ja nochmal reden. Okay, das ist wie eine Schmiede oder sowas hier. Da will ich jetzt auch nicht gerade hin. Wo sind denn hier die Docks? Ist das hier? Was ist das? What the fuck? Was bist du? Guten Tag. Entschuldige. Gesichter der Paxultec kann ich mir nicht so gut merken. Ja, wer oder was bist du? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, es ist neu. Ich dachte, ich hätte es schon einmal gesehen. Es ist ganz schön schwer, Paxultec auseinanderzuhalten. So ohne Hufen und Hörner. Ich bin Saiz Rakta Dwell. Mein Paxultec-Name ist Dwell. Ich verkaufe Kristalle aus meiner Welt. Sie machen einen Paxultec schneller, stärker. Und mächtiger. Sie helfen, Gegner zu besiegen. Und natürlich, Paxultec. In der Welt und sind neue Gegenstände wie Waffenmods, Bosswaffen, Rüstungen und vieles mehr herstellen. Nehmen an, meine zusätzlichen Materialien. Okay. Okay, das kann man sich mal angucken, wenn es soweit ist. Aufwerten, herstellen. Auf Wiedersehen. Ja, was auch immer du bist. Wo ist das heißt Doc? Hier ist er, der Doc, oder nicht? Oder? Jo, das müsste das hier sein. Wallace. Ja, aber hier ist irgendwas. Und da will ich erstmal ganz kurz hin. Hier, oder? Ja. Geh zu den alten Docks, okay? Du hast keinen Nutzen für mich, solange du nicht mit Wally gesprochen hast. Ach, das ist ja... Oh. Huch, das ist ja der. Dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Okay, dann gehen wir halt zu Wally. Gut. Meine Fresse, also die sind ja alle ein bisschen ruppig hier. Also... Ich darf wohl bitten. Ja. Dann nicht rumsitzen, sondern machen. Ach so, hier. Warum ist er so weit oben? Warum bist du überhaupt so weit oben? Also hast du keinen anderen Platz gefunden?
Na gut, musst du wissen. Ich sehe dich, Fremdling. Das freut mich, dass du Augen hast. Ford erwartet dich. Wobei es ihm wahrscheinlich nicht ganz bewusst ist. Er denkt, er braucht Hilfe, aber sie ist diejenige, die Hilfe braucht. Hä? Du weißt es. Und auch wieder nicht. Entschuldige, ich sollte nichts sagen. Die Dinge werden kompliziert, wenn ich sie verrate. Ich bin Wallace. Habe ich das schon erwähnt? Wahrscheinlich. Die Sicht, weißt du. Entschuldige, das habe ich wahrscheinlich auch schon gesagt. Der Typ verwirrt mich. Was will er? Warum hat er keine Schuhe an? Du hast einen Weg zu gehen. Du wählst hier den ersten Schritt. Aber dein Weg kann sich ändern, wenn du es möchtest. Bitte? Warum hat er ein Maschinengewehr? Oh. Oh. Hat mir eine Schrotflinte. Schwer zu töten. Ja, ist so ein bisschen Tank, ne? Ach, Tank. Helfer. Das war alleine. Ah, klar. Wenn der Helfer zu Boden geht, wird sein Gefährte versuchen, ihn wiederzubeleben. Okay, cool. Aber guck dir das schwere Maschinengewehr an. Fernschüsse, Markierungen, Präzisionsschaden. Boah, scheiße, ich... Weil so ein Scharfschütze ist gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ja, Tank, also... Ja, nee. Tank will ich gar nicht so sein. So ein Helfer... So an sich gar nicht mal schlecht, aber er... Alter. Weil ich muss ja überlegen oder beziehungsweise ich muss das ja im Voraus jetzt entscheiden, weil ich weiß nicht, was Tamiro für eine Klasse, sag ich jetzt mal, spielen wird. Okay, das ist jetzt gerade sehr merkwürdig. Weil Jäger ist halt auch geil. Alter, an der Klang, boah, geil. Aber ein Heiler. Und mit dem schweren Maschinengewehr. Ich liebe ja schwere Maschinengewehre. Also. Boah, ich bin schon fast gewollt, das zu nehmen. Obwohl ich bei MMOs, wenn man mal davon ausgeht, nie der Heiler war. Aber. Ich bin gewollt, das zu machen. Bin ich ehrlich. Huch. Weil heilen ist halt immer gut. Du kannst dich töten, was sich immer wieder heilt. Und dazu noch so ein schweres Maschinengewehr. Ja, sorry, aber... Das macht wirklich Sinn. Danke. Sage ich ja. Natürlich. Dein Weg erwartet dich. Sag Brabus und McCabe, dass ich dich geschickt habe. Sie haben, was du benötigst. Sie sind der nächste Schritt auf deiner Reise. Auf Wiedersehen, Fremdling. Wo ist mein Maschinengewehr? Klar, habe ich noch nicht. Also klar, ich gehe mal davon aus, dass, dass auch ein Jäger, ja, obwohl ein Jäger jetzt vielleicht nicht gerade, aber vielleicht der Tank zum Beispiel auch ein Maschinengewehr hätte nehmen können oder sowas. Warum zum Teufel bin ich hier oben? Bin ich eigentlich komplett geistig verwirrt gerade? Ich hab Höhenangst, Alter. Ich gehe einfach weiter nach oben, klar.
What the fuck? Nee, also wie gesagt, also man hätte ja auch vielleicht aus Tank so ein schmales Maschinengewehr nehmen können. Ja. Aber. Ja. So sieht das vielleicht dann besser aus. Obwohl, die Maske, die sieht halt aus echt so wie so ein Frosch oder irgendwie sowas. Kann man die nicht ausblenden oder so? Nee. Schade. Doktor. Notfallbehandlung. Okay, kann man hier irgendwas machen? Nee. Also die Heilung, die Eigenschaften. Ja gut, ja klar, da kommt ja das noch hinzu. Aufbaurate. Heilungsmod. Das müsste eigentlich ausgebaut werden, oder? Ablenkzeit? Hm. Ich glaube, ich mache das mal so. Weil, wenn die Ablenkzeit halt runtergeht, bedeutet das, ich kann mehr und schneller heilen. Ich glaube, das ist schon so richtig. So, wo? Achso, okay, da ist der. Wo ist der andere? Achso, oh. Na, du bist ja eine richtige Matschbirne. Rennst hier rum, als gehörte dir der Laden. Sag mal! Scherze. Mein Name ist Brabus und ich bin hier für die Sicherheit zu. Witzbold. Aber wie ich sehe, hast du die Zustimmung des Bürgermeisters. Dann bist du jetzt wohl sein Problem. Ich sorge auch dafür, dass die Leute hier wissen, wie man sich schützt. Die Saat ist nicht die einzige Gefahr. Viele Leute haben sich immer noch nicht mit der Idee Wiederaufbau der Gesellschaft angefreundet. Das kenne ich nur zu gut. Verdammt richtig. Viele haben nur gelernt, sich um sich selbst zu kümmern. Sie kennen es nicht anders. Ich war mal einer von ihnen. Bis vor 20 Jahren war ich Anführer eines Rudels namens Matschköter. Wir nahmen, was wir wollten und töteten jeden, der uns in den Weg kam. Damals galt, einer frisst den anderen. Wir taten, was wir mussten, um zu überleben. Ah, die Dinge mögen jetzt anders sein. Aber viele Leute können sich die alten Methoden nicht abgewöhnen. Vielleicht werden sie es auch nie. Der Junge, der zu der Saat spricht? Ich traue Wally nicht ein Stück, aber ich bin auch nicht dumm genug, ihn wütend zu machen. Ich vermute, er sagte nichts Genaueres. Tja, klar, der Junge ist irre, aber er ist nicht dumm. Und wie ich sehe, ist deine Ausrüstung ausbaufähig, um es freundlich zu formulieren. Wenn er fragt, dann sag ihm, dass ich dir das hier gegeben habe. Kostenlos. Rix wird mir die Ohren voll jammern, wenn ich dich nicht als nächstes zu ihm schicke. Na gut. Geh also zu Rix. Sag ihm, dass er machen kann, was auch immer er will. Da ist mein Maschinengewehr. Ja, okay, das ist nice. Schaden 12. Ja, gut, klar. Das ist jetzt nicht etwas, was... 24. Ja, okay. Okay. Wie komme ich... ach so, hier. Okay, ach, hier ist Schießstand. Oh. Ups, das habe ich sogar nicht erkannt. Okay. Nun. Was gibst du mir jetzt? Gott verdammt nochmal. Hat Bo dich hier rüber geschickt oder bist du von allein hierher gestolpert? Shit. Das meinst du ernst, oder? Na gut. Also, was zur Hölle hat es mit dieser Reise auf sich? Da hast du verdammt recht. Aber so weiß ich, dass du nicht lügst. Sowas würde nur Wally jemandem sagen. Gut. Nun, der einzige Grund, warum mich die Leute belästigen, ist,
weil ich weiß, wie man mit einem Hammer umgeht. Also, entweder modifiziere ich deine Waffen damit, oder wir finden eine kreativere Verwendung. Ich sag dir was. Ich habe gehört, dass du vorhin etwas Seltsames bei deinem kleinen Ausflug aufgehoben hast. Vielleicht kann ich etwas damit anfangen. Sie weiß, wie man mit dem Hammer umgeht. Verstehe. Heilender Schuss. Starte eine Sprengladung, die war im Kontakt. Explodiert und maximal heilt. Ja, aber ich brauche ja. Also, ich kann ja nicht nur komplett auf Heilung gehen, sondern ich muss auch irgendwo eine Art Unterstützung sein. Krähenfuß kann ja die Explosion im Bereich von Ursachen verlangsamen. Ah, oh, verlangsamen ist auch nicht schlecht. Aber Brandmunition? Bei einem schweren Maschinengewehr? Das ist doch klar wie Kloßbrühe. Kaufen. Ach, das andere kann man kaufen. Okay, verstehe. Das sollte bei jeder Reise helfen, auf der er dich gesehen hat. Sag Wally einfach, dass er das nächste Mal konkreter sein soll, ja? Dann sind wir hier wohl fertig, richtig? Oder brauche ich meinen Hammer nochmal? Die besten Neuigkeiten des Tages. Pass auf. Ist nicht persönlich. Ich lasse mich eben nicht gerne ablenken. Ich bin einfach am liebsten in meinem Element, weißt du? Ärgert mich einfach, wenn Leute vorbeikommen und meine Zeit für mich unterbrechen. Aber ich sag dir was. Du bist eindeutig nicht der durchschnittliche Streuner, der hier sonst so auftaucht. Also, ich mach dir einen Vorschlag. Du findest etwas Interessantes da draußen, bringst es zu mir und ich werde sehen, ob ich es als Mod für deine Waffen verwenden kann, okay? Die einzig normale hier erstmal. Oh, und falls du irgendjemandem erzählst, ich sei nett zu dir gewesen, verpasse ich dir eine. Ja, dann schwingst du nicht mal meinen Hammer. Ist doch okay, ich hab's verstanden. Was willst du jetzt? Hallo, gut zu sehen, dass du wohl auf bist. Was kann ich für dich tun? Ja, aber alle nennen mich Riggs. Ich sorge dafür, dass die Leute da draußen sicher sind. Mein Spezialgebiet ist das Verbessern von Rüstung und Waffen. Wo wir gerade davon reden, Bo hat erwähnt, dass du etwas Hilfe gebrauchen könntest, um wieder auf die Beine zu kommen. Zögere nicht zu fragen, wenn du etwas benötigst. Wir helfen uns hier alle gegenseitig. Selbst McCabe. Ich schätze, er hat nicht gesagt, warum. Ha, ja, das klingt wie Brabus. Nun gut, ich habe meine Spezialisierungen. Ich denke, ich weiß, was er meint. Komm zu mir, wenn du deine Ausrüstung verbessern willst. Okay. Kann man das aufwerten? Boah, würde ich schon fast sagen, oder? Du weißt, wo du mich findest. Klar, Ziggy Diggy. Okay, dann habe ich ja erstmal alles, was ich brauche, oder? Ja, jetzt muss ich sofort. Okay. Krasse Maschinengewehr. Also das ist ja... okay, man sieht die Verbesserung. Ja, wie geil ist das denn bitte? Okay, krass. Die Frage ist jetzt, ist das immer noch Tutorial? Oder ist das jetzt schon... Koop? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Obwohl, es sieht jetzt nicht gerade so aus. Okay, krass. F ist das also und Q, okay. Jetzt siehst du aus wie jemand, der einem alten Mann dabei helfen könnte, es mit der Welt aufzunehmen. Bist du bereit dafür? Weiß ich noch nicht, aber ja. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Hier entlang. Blutwürze. Yeah. Ach, riecht doch immer nach zu Hause. Hier, nimm schon. Einfach kurbeln, dann funktioniert sie.
Das war früher eine Forschungseinrichtung. Erste Klasse. Wir haben hier unten Dinge vollbracht, von denen andere nicht mal träumen würden. Weder damals noch heute. Doch obwohl wir jede Menge gutes Personal hatten, hatten wir keine Ahnung, was die Steine wirklich waren, bevor es zu spät war. Die Steine? Die Weltensteine. Riesige rote Kristalle, die uns andere Welten sehen lassen. Oder sogar Reisen dorthin ermöglichen. Hätten wir also die Steine einfach verstecken und hoffen sollen, dass die Sowjets keine gefunden haben? Nein. Wir mussten alles über sie herausfinden. Es war eine Frage der nationalen Sicherheit. Und des Stolzes. Also, ja. Wir haben die Tür geöffnet und sind durchgegangen. Aber auf der anderen Seite hat etwas gewartet. Es begann nicht sofort. Die Einwohner der Welten, zu denen wir gingen, konnten uns nicht folgen. Wir dachten, wir wären sicher. Und doch fand die Saat einen Weg. Danach, nun ja, wir wissen alle, was abgeschlossen wie. Nun, das ist mein Haus. Ja. Ich habe Alan ein paar Dinge für den Notfall gegeben. Sie muss sie hier irgendwo versteckt haben. Okay. Schon, Ellie. Wo hast du sie versteckt? Was denn versteckt? Die reden ja alle so ein Rätsel. Also hier ist nichts. Hallo? Ja? Bitte? Hier ist er. Oh. Ah. Das rote Ding. Wir nennen es Drachenherz. Frag mich nicht, warum. Nimm es mit. Vielleicht kannst du es brauchen. Das war diese Wiederbelebung, oder? Das hat man ja ganz kurz gesehen. Das hat der eine ja benutzt. Komm schon, lass uns. Da bist du ja. Beeil dich. Ja, Moment. Also... Ja, wir sind verschlossen. Hey, sieh dir die Streichholzschachtel an, die du gefunden hast. Ich habe da eine Vermutung. Sehen wir zu, dass wir diese Tür aufbekommen. Wir können hier nicht den ganzen Tag herumstehen. Was? Ist das der... Der Weltenstein. Ja. Oder zumindest ein Teil davon. Jeder Splitter ist so nützlich wie das Gesamte. Nachdem Haskard starb, haben wir ihn stillgelegt. Wie ich Alan damals sagte, das verdammte Ding ist gefährlicher als nützlich. Ja, natürlich nicht. Ah, egal. Nun, mal sehen, ob es funktioniert hat. Ob was genau funktioniert hat? Was zur Hölle? So viele Jahre, so viele Reisen. Ich frage mich, ob Andrew Ford, der diesen Kristall als erster berührte, je zurückgekehrt ist. Geh zurück. Bo soll diesen Ort versiegeln. Er soll ihn nicht nur unzugänglich machen, sondern ihn mit Sprengstoff unter einem Grab aus Stein beerdigen. Gefährlicher als nützlich, Fremdling. Vergiss das ja nicht. Fort? Fort! Fort! Oh Mann. Bo wird echt angepisst sein. Ha.
Dieser Bastard hat's geschafft. Er hat ihn wirklich erweckt. Clementine? Hey. Hat er dir gesagt, wie man ihn verwendet? Will ich das überhaupt? Ein Systemausfall droht. Der Kern wurde kompromittiert. Die Versorgung ist erforderlich. Beginn der Übernahme. Nicht. Oh, fuck. Ich bin so ein Idiot. Die werden alle angepisst sein. Die komplette Station wird... Ah. Fuck. Das sind keine guten Voraussetzungen. Überhaupt nicht. Aber okay, anscheinend ist das immer noch Prolog. Na gut. Aber stimmt, ich kann mich langsam so ein bisschen dran erinnern. Es gab ja diesen Stein, damit konnte man teleportieren. Zu diesen verschiedenen Ortschaften. Das hatte ich ganz vergessen gehabt. Oh, das ist dann also... Verstehe. Stellt Munition und bringt den zurück. Okay. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Denn, wie gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Weil das andere ist dann natürlich dann im Koop. Ja. Okay, krass. Fremdling, dem Gründer sei Dank, du lebst. Wo ist... Was ist passiert? Frag nicht. Ich wusste, dass der Gründer etwas vorhatte. Er will schon zur alten Station reisen. Ich wünschte nur, er hätte vorher mit mir geredet. Es tut mir leid, dass du damit reingezogen wurdest. Und was ist dann geschehen? Moment, was? Clementine? Wo ist sie? Geht es ihr gut? Warum suchst du nicht sofort nach ihr? Richtig, es tut mir leid. Es ist nur, dass Clementine, sie bedeutet mir viel. Uns allen. Wir müssen sie finden. Ich rufe alle zusammen. Wenn sie durch den Weltenstein gereist ist, dann kann sie überall sein. Nein, ich meine, sie könnte überall sein, verstehst du? Es gibt verdammt nochmal viele Welten da draußen. In Ordnung. Ich hole Bravos und Riggs. Ich sag ihnen, dass... Was zur Hölle mache ich denn? Ich weiß auch nicht mehr als du, was uns da draußen erwartet. Und diese Leute, ich kann sie nicht so in Gefahr bringen. Ich würde die ganze Stadt aufs Spiel setzen. Das würde Clem nicht wollen. Es ist ein Wunder, dass du zurückgekehrt bist. Nein. Wir müssen uns auf dich verlassen, wie du gesagt hast. Ist das in Ordnung? Ja, easy. Also. Danke, Fremdling. Sprich mit den Leuten in der Stadt. Sie sollten alle Vorräte haben, die du brauchst. Weißt du, Ford hat immer gesagt, Commander Ford, nicht der Gründer, dass eine Anführerin und eine Heldin zweierlei sind. Die Anführerin bleibt immer bei ihren Leuten. Ich dachte, sie wollte einfach gegen ihren Großvater sticheln, weil er immer verschwand. Aber ich glaube, ich verstehe sie jetzt besser. Hey, lass mich sofort wissen, wenn du Clem gefunden hast, okay? Wir machen uns alle Sorgen um sie. Klar, ich... Das verstehe ich jetzt nicht. Wie
Warum? Ich dachte, wir sind noch da unten. Und nicht hier. Und wieso? Wie zum Teufel haben die den Stein hierher gebracht? Wenn du den berührst, bist du ja weg. Teleportiert. Also das sind Fragen gerade, die ich gerade nicht beantworten kann. Aber gut, wie dem auch sei. Bis hierhin und nicht weiter. Das nächste wird dann tatsächlich, wie gesagt, Koop sein. Ne? Mit Tamiro. In dem Sinne sehen wir uns dann dort. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Tschüss.